Hallo Leute, willkommen zurück zu Stellaris New Horizons, der Mod für Star Trek, Leute. Ich habe extra, Leute, ich bin ja so doof, für euch habe ich extra die letzte Folge gestern quasi zwei rausgebracht. Weil ich habe gedacht, einer von euch wird sich das bis zum Ende angucken, die zweite Folge. Dem war nicht so, verflucht nochmal. Jetzt muss ich mir selber ausdenken, welchen Aufstiegsvorteil wir machen, weil ich habe gesagt, komm, sagt mir, welchen Aufstiegsvorteil wir gerne hätten. Ist egal. Es wird die nächste Chance geben. Ich mache das immer spontan. Ich schreibe es dann auch nicht dazu. Das ist okay. Wenn ihr es seht, dann seht ihr es. Wenn ihr es nicht seht, seht ihr es nicht. Und jetzt machen wir einfach. Suchen etwas Schönes raus. Ich habe es letzte Folge angeschaut. Also ihr könnt es euch angucken am Ende der letzten Folge. Folge 12, glaube ich, war es am Ende. Da gucken wir im Detail hier die Sachen ein bisschen an. Man kann es auch alles dann durchlesen und Pause drücken. Machen wir jetzt nicht nochmal. Ja, ich habe jetzt, ich komme frisch von der Arbeit, Leute. Mir gerade was zu trinken geholt und hey, meine Karate-Jahresmarke ist gekommen. Ja, ein bisschen spät im Jahr für die Karate-Marke, aber Mitglied im deutschen Karate-Bund. Oh, yes, sir. Sehr gut. Okay, jetzt kann ich offiziell meine Prüfungen. Hör zu. Es gibt hier ein paar richtig coole Sachen. Es gibt diese Forschungsgeschwindigkeit, das machen wir vielleicht, ja. Und Forschungsalternativen plus 4 ist halt nach wie vor echt heftig. Das würde ich schon ganz gern machen. Das ist quasi das, was man im normalen Stellaris immer macht. Nur, dass man da ausschließlich 10% Forschungsgeschwindigkeit kriegt. Die 4 zusätzlichen Alternativen sind natürlich hier ein willkommener Bonus. Ja? Was es halt auch gibt, das sind Sachen wie die gemeinsame Vision. Die habe ich jetzt gar nicht gemeint. Nein. Gemeinsames Schicksal, Leute. Verfügbare Gesandte, 5 und Gesandte, ist normalerweise unsere Stärke. Und deswegen habe ich ein bisschen geschwankt, ja, zwischen den Gesandten, dass wir einfach viel mehr Politik machen. Oder dass wir einfach schneller forschen und mehr Forschungsalternativen haben. Und ich möchte das. Wir machen die Forschungsalternativen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht optimal wäre. Ist auch egal. Leute, das spielt keine Rolle, ob das optimal ist oder nicht. Aber wir haben es auf jeden Fall gewählt. Und richtig cool. Jetzt seht ihr, wir haben hier... Das hatten wir sonst nie. Na, in den anderen Folgen haben wir immer ähnlich viele. Also ich meine in anderen Staffeln. Ähnlich viel Forschung. Aber wir haben ja jetzt auch die Raumschiffe. Oder das Raumschiff. Die Enterprise und dann unsere anderen Schiffe später natürlich. Moment. Raiden wir gleich mal ab. Und da müssen wir dann einfach gucken, wie wir die am besten nutzen, wenn wir auf die Enterprise nämlich gehen. Die können wir eigentlich auch ab... Na, nicht so gut. Dann erforsch mal da weiter, Enterprise. War ein Fehler. Ah, hier. Erkund mal da schön weiter. Wenn wir jetzt hier reingehen... Dann sehen wir, hier gibt es so Stationen. Ja, die Astronomie, ja, hier die Astronomieabteilung, seht ihr? Produziert 25 Physikforschung. Okay, und wir haben in unserem Reich 93 Physikforschung. Allein dieses Schiff macht schon quasi 25% unserer Physikforschung aus. Ja, und da können wir jetzt natürlich echt Forschungsschiffe bauen, ja? Richtig auf Forschung ausgelegt sind, Leute. Und das möchte ich jetzt mal vielleicht machen und testen. Das möchte ich mal testen. Wir gehen dazu in den Schiffsdesigner, machen ein neues Design und machen einen Flaggschiff der NX-Klasse. Okay. So, und jetzt gucken wir mal. Da können wir einfach nur den NX-Prototyp Entdecker machen. Und hier die sekundäre Hülle machen wir auch dazu. Alles gut. Und das sind jetzt hier alles Waffen, Leute. Waffen. Ein bisschen geht es uns jetzt um diese Geschichte hier. Ja? Marco, seht ihr? Das sind jetzt Marco-Soldaten, die an Bord sind und die geben mehr Rumpfstärke, Panzerung und Schilde. Möchten wir vielleicht gar nicht. Ja? Sondern wir möchten vielleicht eine Ingenieursabteilung haben. Dass die. Was steht da? Ingenieurforschung? Okay. Dass die Besatzung noch mehr forscht, versteht ihr? Oder hier, Xenobiologie, dass die mehr Sozialforschung haben. Oder dass wir mehr Physikforschung haben, ne, Leute? Oder dass wir durchs diplomatische Korps mehr Einheit haben. Leute, wie geil ist denn das? Ich sag's euch jetzt nur mal so, die Möglichkeiten, die es hier gibt, die sind richtig cool. Dass das nicht schon im Hauptspiel drin war, das kann ich irgendwie gar nicht so richtig nachvollziehen. Weil ich es halt mega stark finde einfach, ja. Weiß ich gar nicht genau, was wir da am besten machen. Eigentlich bräuchten wir ein Ingenieursforschung, ja. Hier, Warp-Antrieb, das ist okay, das machen wir. Wir machen auch automatische Schiffsverbesserung. Der optische Computer, ja, da gibt es jetzt nicht so viel. Hier. Ja, Flaggschiff-Taktik oder Nahkampf-Flaggschiff-Taktik. Ja, jetzt nicht ganz so wichtig. Die Subimpuls-Triebwerke.
Effekt auf feindliche Schiffe, Grundgeschwindigkeit oder die Mikrofusions. Ich schreibe hier Mikrofusion, aber es kenne ich, ich kenne nur eine Mikrofusion. Ja, die Übersetzung ist halt ein bisschen hanebüchen ab und zu. Aber okay. Wie gesagt, ich kann mich da nur anbieten, ich mache das gerne. Nebenher ein bisschen immer tue ich Texte gerne auch mal gegenlesen oder so. Daran soll es nicht scheitern, Leute. Okay. Was haben wir hier? Wir haben hier ein Wissenschaftsdeck. Ja, und damit kann man halt, schaut mal, Forschungsanomalien, ja, plus 100% und Erkundungsgeschwindigkeit plus 100%. Einfach mal so geschwind. Ja, oder hier. Astrographie. Sensorreichweite. Denkbare Manövriertriebwerke. Ausweichen plus 30. Leute, Rückzugschance plus 50. Was sind das für heftige Geschichten hier? Waffenreichweite plus 75%. Warpgeschwindigkeit plus 200%. Fuck. Unterlichtgeschwindigkeit plus 50%. Ja, verrückt ist das doch, oder? Ja, verrückt. Aber wir machen hier tatsächlich ein Wissenschaftsdeck und wir werden hier brutal schnell erforschen mit dem Ding. Und dann haben wir ein Fail-Safe-System. Rückzugschance. Ja, erhöht hier. Wir machen die Escape-Pods, würde ich jetzt fast sagen. Ja, die Rückzugschance nochmal erhöhen. Also hört zu. NX. Forschung. Ingenieur. Okay. Oh, ich kann auch nicht schreiben. Ingenieur. Ingenieur. Hammer, oder? So, okay. Jetzt brauchen wir noch ein paar Waffen. Weil die halt einfach. Ja, wir bauen halt überall. Wir klatschen überall die Waffen drauf, die gehen. Leute. Wir haben keine grüne Waffe. Eieiei, was heißt grün? Hangarbucht. Oh, die hat eine Hangarbucht. Für was denn? Für die. Hier hinten wahrscheinlich, oder? Halt für die, wie heißen sie? Ich stehe voll auf dem Schlauch, für die kleinen Schiffchen halt. Die Transportschiffe. Gut, okay. Fusionssprengkopf, Nukleartorpedo. Ja, komm, wir machen 50-50. Beides drauf. So, Waffengeld, was haben wir hier? Das ist der Ingenieursstation. Wollen wir nochmal eine machen? Was bringt die uns? Trefferpunkte. Plus 1%. Ja, das ist halt echt mal wieder mega popelig, gell? Mega popelig. Mehr Energie. Energie haben wir genug. Trefferpunkte Panzerung. Das ist so lächerlich. Vielleicht kann man die noch weiter erforschen, aber das ist ein. Ich finde es ein Witz, plus 1% immer, aber okay. Wir machen die verstärkten Kraftfelder. Finde ich richtig und gut. So, hier den spintronischen Computer. Das macht halt so Spaß, sich jetzt Schiffe auszudenken dann. Leute, wie cool wird denn das, hä? Und da machen wir auch ein Stellarkartografie-Labor rein. Natürlich. Ja. Und hier Lebenserhaltungssystem. Nur tägliche Regeneration der Hülle. Ist halt cool, gell? 4,5 und Panzerung plus 4,5. Und die Kommandostation, die macht weniger, aber die regeneriert auch die Schilde. Sind Schilde nicht automatisch schon? Machen wir eine Kommandostation rein. Das einfach regeneriert wird. Okay, Ingenieur. 1. Ah, okay. Speichern. Die NX-Forschung Ingenieur 1A-Klasse. Wie verrückt ist das denn? Können wir jetzt auch eins bauen? Das müssen wir jetzt mal gucken, ob wir eins bauen können in der Richtung. Würde ich gerne eins bauen. Forschungsschiff? Oh. NX-Klasse. Warte, wo ist es? Hallo? Aufklärer 1A-Klasse. Okay. Habe ich es jetzt nicht gespeichert? Sagt mir nicht, dass ich es jetzt nicht gespeichert habe. Kann nicht wahr sein. Habe ich doch wohl. Ingenieur 1A. Da ist es noch. Design existiert bereits. Warum kann ich das jetzt nicht machen? Kann ich diese NX-Schiffe nicht bauen? Kann ich die NX-Schiffe nur auf einer speziellen Flottenwerft bauen? Ist das möglich? Macht das? Nicht, dass es irgendwo jetzt was gibt. Und ich habe es einfach übersehen. Nee, da ist auch nicht. Kann ich im Earth Space Dock irgendwas bauen, was ich übersehen habe? Kann man hier was bauen? Rüstungsplatten, Schiffswerft? Nein. Gibt es hier was? Ah, die San Francisco Schiffswerften. Das wird es wahrscheinlich sein. San Francisco Schiffswerften sind die besten Anlagen der Welt, die für den Bau von experimentellen Schiffstypen gebaut wurden. Will ich über die normale Spezifikation der Sternflotte hinausgehen. Okay, fügt allen Schiffen, die in dieser Werft gebaut werden, Starterfahrung hinzu. Ja, fand ich jetzt nicht so.
richtig? Frag ich mich jetzt gerade, ob wir vielleicht. Komm, wir machen die Quartiere, bauen wir mal um in die San Francisco Schiffswerften. Einfach nur zum Gucken, ob mich jetzt interessieren. Weil wir müssen ja irgendwo. Müssen wir das ja bauen können, was wir da gebaut haben. Leute, NX, Forschungsschiff NX-Klasse. Wir bauen eins. Leute, wir bauen eins. Technology discovered. Oha, was ist denn jetzt passiert schon wieder? Erstkontakt in Selkundi Drema. Wir haben den Erstkontakt, okay. Na gut. Ja, was ist passiert? Kritische Ressourcenknappheit, Energy, Pergium. Wir haben tatsächlich ein Pergium-Problem, Leute. Ein Pergium. Können wir noch einen Handel hinzufügen? Können wir Pergium kaufen? Oh, stopp. Pause. Kaufen. Wir können kein Pergium kaufen. Ich glaube, das ist was, das müssen wir auch erhandeln. Das schauen wir uns gleich an, wie wir das machen. Das werden wir irgendwie handeln. Das Pergium. Ja, müssen wir nur gucken, wie wir es am besten handeln. Ich guck gerade, ob wir noch irgendwas hier hätten. Nee, hätten wir nicht. Lithium. Brisenitrat könnten wir ein bisschen verkaufen. Können wir nicht verkaufen. Wir können kein Brisenitrat verkaufen. Na super. Also wir können gar nicht alles verkaufen, was wir hier anbauen. Ja, in unserem Reich. Nun gut. Dazu. Euer Vulkansektor, unser Untertan, hat erfolgreich die Spezialisierung Mitgliedswelt angenommen. Sehr gut. Und Teller Prime ist auch Mitgliedswelt geworden. Jetzt gucken wir uns mal an. Mitglieder. Das sind wir hier, oder? Wir können da auch gar nicht klicken, da sehen wir hier gar nichts. Es gibt nämlich die Denobulane und es gibt uns. Ja. Aber wir haben zumindest drei Gesandte. Die Denobulane haben einen und wir haben zwei drin. Okay, cool. Wir müssten ja jetzt im Prinzip auch viel mehr Gesandte eigentlich haben. Wir haben einen verfügbaren Gesandten momentan noch. Und den möchte ich halt gerne. Den möchte ich gerne zu den Romulanern schicken, weil ich denen nicht vertraue. Den Romulanern darf man nie vertrauen. Carol Warner, die wird dort ein bisschen Spionage betreiben. Ja, Leute, was ist jetzt das Problem? Okay, Ferengi. Und okay, die können also immer zwei Sachen. Die können Handelsembargo machen oder die können Demilitarisierung. Das sind die beiden Geschichten. Orion, habt ihr gesehen? Die Cenki. Denobulaner. Ja, aber Denobulaner sind ja eigentlich für uns, oder? Moderationserfahrung ist okay. Und das ist Pergium. Das gucken wir uns jetzt auch mal an. Wir haben nämlich... Hier haben wir so Basen, so Schiffsbasen, also Sternenbasen. Alpha Centauri zum Beispiel. Ja? Da könnten wir... Orbitales Krankenhaus. Das ist halt auch so eine Geschichte, gell? Das machen wir. Wachstumsgeschwindigkeit der Bewohner plus 10%. Haben wir in Alpha Centauri was? Sag mal, Alpha Centauri Secundus und. Ich meine nicht nur Alpha Centauri Secundus. Geh mal auf die Bevölkerung. Ja, ist eigentlich wirklich nicht verkehrt. Also da können wir ruhig bauen. Gehen wir hierher und bauen das orbitale Krankenhaus. Das werden wir da bauen, wo wir es bauen können. Ja. Ah, seht ihr? Benötigt einen im Besitz befindlichen Planeten sehr gut. Also wir können es nicht irgendwo bauen, wo es uns gar nichts bringen würde. Finde ich mega wichtig. Finde ich gut. Ja, sauber. Sauber, sauber. Richtig gut, Leute. Ah, so. Mal defensive Kanonen verlangen, sagt man nicht verlangen. Na gut. Der ECM-Störer, weiß ich jetzt nicht, ob man den braucht unbedingt. Zentraler Computerkern. Ja, das sind so Geschichten hier, weiß ich nicht. Ich würde es mal lassen. Ja. Bin jetzt nicht so überzeugt, aber würde es mal lassen. Na gut, okay. Guck mal, die TSC Grelash. Ja, ob wir die nicht einfach. Die haben. Da nichts großartig an Bord.
Nur mehr Panzerung. Sonst bringen die uns nicht so weiter. Wir müssen noch zusätzliche Anführer. Oh, zugewinnen ist halt ordentlich an Einigkeit, gell? Leute, und Einfluss. Oh Gott sei Dank, wir sind aus dem Einfluss tief raus. Sauber. Okay, dann würde ich sagen, dann lassen wir es krachen. Nehmen wir die Grellasch und dann nehmen wir mal einen externen Anführer, okay? Mal den wir noch nicht hatten. Einfach um zu zeigen, okay, ihr seid auch repräsentiert bei uns im Reich. Warum denn nicht, Leute? Warum denn nicht? Wir nehmen jetzt vielleicht einen billigen. Einfach einen, den wir uns leisten können. Da würde ich sagen, er ist doch ganz cool. Ja. Wir nehmen dich, mein Freund. Und hier machen wir auch einen an Bord, auch einen billigen. Ich gucke jetzt gar nicht so großartig. Aber, ja, Lebensdauer plus 15 Jahre. So, Freunde. Jetzt ist hier dieses Schiff. Okay. Er erkundet, das passt schon. Er erkundet hier. Das ist unsere Transportflotte. Was kosten die uns eigentlich? Monat sehen wir das. Was uns das Ding kostet. Ja, eins. Kostet uns eins. Leute, weg damit. Brauchen wir jetzt gerade momentan kein Transportschiff. Brauchen wir nicht. Und ob wir den General brauchen, ganz ehrlich, bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Anführer. Gehen wir auf Generäle. Und er kommandiert die Expeditionary Force. Er ist halt gebildet. Forschungsgeschwindigkeit Anomalien ist gut. Ja, der ist schon ganz gut, der General. Der kostet uns aber 3,8, gell? Wir lassen es jetzt. Wir lassen es. Ja, Leute, voll gut mal wieder. Hier, da sind wir, hier wird gebaut, alles gut, tätige Anführer, ja, der Peng Sito, der hat halt echt nichts, aber er ist gebildet, das wäre schon nichts, Autoeigenschaften machen wir nicht, mit Autoeigenschaften und wir entlassen, nein, warte mal, ein xenophiler General vom Mars, der war davor Arzt. Ja, komm, wir lassen ihn mal. So, jetzt Achtung. Sozialforschung. Okay, was machen wir? Das Mako Detachment. The Makos are on hand to defend the Starship or board an enemy vessel. Wenn wir ein enemy vessel boarden? Ei, nein, du. Verteilte Flottenlogistik. Flottenversorgungsdepot. Okay. Ich glaube, das ist da Kriminalität, die eingeschränkt wird, oder? Flottenkapazität plus 50. Oh. Nicht richtig cool, aber wir haben damit momentan einfach kein Problem. Hier. Ökologische Kamapkne. Leute, Kampagne. Ich kann mir das nur vorstellen, so viele Flüchtigkeitsfehler wie hier sind, ja, dass jemand das ganz schnell tippt und einfach nach einem harten Tag vielleicht, ja, das tippt und alles gibt für dieses Spiel. Und dann passieren diese Fehler und dann kommt so ein Blödmann wie ich und sagt, oh, das ist schlecht und das ist schlecht, ja. Ich kann halt nur helfen. Es ist halt immer so, vier Augen sehen doch besser als zwei. Ja. Ich helfe da trotzdem gerne. Ja, ich habe die Ruhe und die Entspannung. Ja, und würde das übersetzen, aber trotzdem. Richtig gut. So, ökologische Kampagne. Ja, weiß nicht genau. Nee, wir machen tatsächlich das Flottenversorgungsdepot. Finde ich gut und wichtig. Der Anführer, lassen wir mal Erstkontakt. Das mal auch. Genau, und die sind. Ja, die Babel One-Konferenz. Da gehen wir ja auch noch hin. Achtung, stopp. Den Befehl. Ja, wisst ihr was? Wir gehen gleich dahin. Enterprise. Mach die Babel-Konferenz. Die wo? Wo ist die Babel-Konferenz? Gut, liebe Enterprise, mach die Babel-Konferenz. Oh, oh. Wissenschaftler hat Eigenschaft Held 3. Welchen Held 3? Der hat nur Held 2. Oh nein. Ich habe keinen Held 3, Leute. Wissenschaftler hat Eigenschaft Held 3. Welchen Held 3? Und wir haben keinen Held 3.
Held 2 haben wir. Held 3. Held 3. Miriam Salazar. Held 3. Miriam Salazar. Jawohl. Du bist Held 3. Sehr geil, okay. Ja, perfekt. Okay, du machst das. Du machst die Babel-Geschichte. Miriam Salazar. Oh Gott. Bin ich ja jetzt nie. Miriam Salazar. Dein Befehl. Ja, und danach wird das Projekt erforscht. Sauber, sauber. Die Enterprise. Der Y. In die erforschende Nacht die Anomalie. Okay. Mr. Archer, tut mir leid. Eine bessere Nachricht hatte, aber du bist scheiße. Leider nur Held 2. Ja. Genau. Und jetzt haben wir so brutal viele Schiffe hier versammelt. Unsere ganze Wissenschaftsflotte ist hier an der Stelle. Wir müssten eigentlich Epsilon Indy ruckzuck erforscht haben. Ruckelt ein bisschen, ja? Das ruckelt ein bisschen. Na gut. Technology discovered. Die Androidaner. Berechnen. They are preparing for a war against us. Oh, wow. Hier? Die Andorianer? Wartet, wartet. Der Rat. So. Gesetzesgeber aus der ganzen Vereinigten Föderation der Planeten, von Tella Prime bis Vulkan, haben sich auf Earth für die Föderationsrat-Agenda-Sitzung, die alle 2 Jahre stattfindet, versammelt. Premierministerin Daniela Riveros eröffnet die Sitzung mit der Begrüßung der versammelten Ratsmitglieder, bevor er Gouverneur Pau von Vulkan das Wort übergibt. Es folgt eine stundenlange Politikdebatte, welche Premierministerin Daniela Riveros zum Überdenken ihrer Vorschläge für die nächsten 2 Jahre bringt. Hierzu beginnt Beitrittsgespräche mit potenziellen Mitgliederwelten. Jetzt wäre es geil, wenn hier so aufpoppen würde, wer die potenziellen Mitgliedswelten sind. Ja. Expandiert die diplomatische Reichweite bis zu den Nachbarwelten, bietet an, einen Streit zu schlichten, reagiert auf einen galaktischen Konflikt, richten Sie eine neutrale Zone ein. Ja, da können wir mal drüber reden. Ich würde eigentlich sagen, dass wir die diplomatische Reichweite bis in Nachbarwelten expandieren. Das primäre Ziel der Föderation ist die friedvolle Koexistenz mit allen Rassen. Aus diesem Grund... Construction complete. Pause, Pause. Hey. Ist der Rat dazu bereit, viel Zeit und Materialien in die Verbesserung von Beziehungen zu benachbarten Welten zu investieren? Premierministerin Daniela Riveros hat Gouverneur Pau von Vulkan gebeten, das Komitee anzuleiten und eine Liste von Kandidaten zusammenzustellen, auf welche der politische Fokus der Föderation gelegt werden soll. Ja, als... Moment. Andorianer. Trill. Ferengi. Will ich mal kurz gucken. Also, Andorianer. Ferengi sind stark. Ferengi sind stark. Trill sind nicht so stark. Zenketi. Trill sind sogar ziemlich weit unten. Wo sind die Zenketi? Sehe ich gar nicht. Ja, Zenketi. Ja, okay. Trill, Zenketi. Ferengi und die Andorianer. Die sind noch weiter unten, die Andorianer. Ist ja witzig. Ferengi. Leute, wir gehen tatsächlich zu den Ferengi. Verbessern die Diplomatie zu den Ferengi. Einige Ratsmitglieder sind gerne bereit, die Beziehungen mit der Ferengi-Allianz zu verbessern. Und auch die anfängliche Reaktion von Großer Nagus Fraka auf Ferengina ist positiv. Auch cool. Premierministerin Daniela Riveros stehen einige Optionen zur Verfügung, ob und wie viel Zeit und Ressourcen in dieses Programm investiert werden sollen. So, hört zu. Die Ferengi-Allianz enthält begrenzte diplomatische Ouvertüren und Zugeständnisse, die die Beziehung zwischen beiden Reichen um 25 für eine Zeit verbessern. Mittlere Intensität. Auf Kosten von 150 Einfluss enthält der Ferengi moderate diplomatische Ouvertüren und Zugeständnisse, die für eine Beziehung zwischen beiden Reichen um plus 50 für eine gewisse Zeit verbessern. Es erhöht ebenfalls Einfluss um 90. Also wir zahlen 150 Einfluss, aber wir kriegen wieder 90? What? Wir machen mal niedrig. Leute, das müsst ihr so übersetzen, dass man es begreifen kann. Okay. Ich muss ein Stückchen trinken.
Wir haben die virtuelle Intelligenz erforscht. Ein zusätzliches Chemielabor an Bord, ausgestattet mit tiefen Mineralien-Scannern und Gefahrstofflagerung. Produziert Ingenieursforschung und Physiklabor, Ausschaltstufe 2 jetzt von der ganzen Geschichte. Voll gut. Werden wir unsere Schiffe umbauen müssen auch. Ja. Jetzt Traktorstrahl. Was bringt uns der Traktorstrahl? Effekt auf feindliche Schiffe unter Lichtgeschwindigkeit minus 20%. Ja, okay. Macht Sinn, wie soll ich den auch sonst anwenden? Ja. Und stationärer Traktorstrahl. Okay. Taktischer Kommandotrupp. Migration. Und diese Ortung von Fantanvorrichtung unterstützen. Auch gut, oder? Aber wir machen vielleicht tatsächlich die Schutzschilde. Wir müssen Schutzschilde. Wir machen. Komm, wir machen. Fortgeschrittene Schutzschilde. Und beim Ingenieur, was machen wir da? Hauptmaschinenraumkonsole. Aha. Neuer Schiffstyp, Shuttle, Verteidigungspod, Truppentransporter, NX-Shuttle. Das sind die Shuttle für die Shuttlebucht. Leute, das würde ich mal sagen. Das machen wir, das brauchen wir. Ja, und jetzt seht ihr, wir haben halt hier noch 4 weitere Forschungsalternativen. Ja, mega geil. Wir machen die Shuttle. Sehr cool, da freue ich mich jetzt drauf. Das ist schon gut. Fällt mir sehr gut. Ah, okay. Dann bau du mal hier. Bergbaustation. Posten nachgehen nach Altair. Und baue dort die Geschichten hin. Und du, genau, du fliegst da hoch. Das So, unsere Bemühungen zur Verbesserung der Beziehung mit dem Ferengi-Allianz haben Früchte getragen. Bereits jetzt hat der formelle und informelle Dialog zwischen Premierministerin Daniela Riveros und großer Nagelsfracker an Häufigkeit zugenommen. Cool. Ja, ja. Was soll ich jetzt hier sagen dazu, Leute? Warte. Kontakte. Ferengi-Allianz plus 54. The FCA is watching you. Vorsichtig. Botschaft etablieren. Können wir machen. Na klar, möchten wir eine Botschaft etablieren bei den Ferengi. Und wir könnten dann einen Wirtschaftspakt schließen. Und das ist ja gerade der Witz. Ja. Dass wir mit den Ferengi da was machen möchten. Ja, wir brauchen wesentlich mehr Botschaft. Wesentlich mehr. Ja. Guck mal. Hier passiert eins nach dem anderen. Wir kriegen keinen Tag rum und dass nicht eine Action passiert. Im Orbit um Struve 23984 haben wir ein verlassenes Sonnensegelschiff gefunden. Das Unterlichtschiff wurde von einer unbekannten Kultur gebaut und scheint mehrere Jahrtausende alt zu sein. Eines der gewaltigen Segel hat einen großen Riss, wo es von einem Objekt durchschlagen wurde. Höchstwahrscheinlich einem Meteoriten. Dieser Zusammenstoß scheint das Schiff unbrauchbar gemacht zu haben. Sorry, ich finde es gerade wieder toll, ich weiß auch nicht. Die Technologie ist zwar stark veraltet, aber hinsichtlich seiner Konstruktion wurden einige interessante Entscheidungen getroffen. Der Text ist jetzt mehr oder weniger aus dem normalen Stellaris übernommen, das gibt es dort auch. Okay, wow, interessant, aber primitiver Schiffsfund, so primitiv ist der jetzt auch nicht. Okay, also 1000 Ingenieursforschung, mega gut. Mega gut. Halt, da, bipa. Migrationsabkommen gebrochen, die Andorianer. Ein bisschen aufpassen. Wo seid ihr, Jungs? Wo seid ihr, Andorianer? Natürlich, wir haben die fette Grenze zu den Andorianern. Okay, interessant. Dann würde ich mal. Ah, okay, da haben wir aber auch Verteidigungen. 800! Junge. So viele Dinger kriegst du ja gar nicht her. Pajam. Ist auch, ja, die sind schon abgesichert. Okay, wir sind schon ein bisschen abgesichert. Muss man echt aufpassen. Würde es ja schon reizen, den mal auf den Sack zu geben und ein bisschen zu kämpfen, um ehrlich zu sein. Hätte ich nichts dagegen. Na gut, Andorianer. Wirtschaftspakt gebrochen. Wir könnten natürlich die jetzt bestimmen und Diplomaten hinschicken. Weiter, weiß ich. Das jetzt unbedingt machen möchte. Gut, Ferengi, das funktioniert. Und gegen die Saurianer können wir was machen. Na gut. Und hier könnten wir jetzt sagen, hier graden ab, Leute. Auch nicht blöd. Wir
upgraden. Ab. Machen wir eine Stellari-Hauptstadt. Und Steve Biocat in Stufe 2. Yes. Aber Seti wird, glaube ich, kolonisiert. Das haben wir schon in die Wege geleitet. Ja, haben wir. Erstkontakt in Brozion. Ein Erstkontakt. Ja. Was soll ich dazu sagen? Nö, nö. Dann machen wir nicht. Lassen wir so. Ordnung. Verfügbare Anführer. Ah, Steve Buchanan. Jawohl. Was machst du? Er erkundet die USS Chaffee. 58 Jahre alt. Was kann er? Fachwissen Synthetik. Als Ratsmitglied. Ja, weiß ich nicht. Oder auch als Ratsmitglied. Das sind alles so Ratsmitglied-Geschichten. Ja. Mach doch mal Fachwissen Synthetik. Jetzt beides so Sachen, wo ich nicht so unbedingt sage. Ja, toll. Ja. Es geht schon. Miranda Wayland. Achso, war das die Geschichte? War das? Nee, die Babel One. Stopp. Hier ist Babel. Miranda Wayland, wo bist du? Mal gucken. Mich hier nicht durch die Lappen geht. Sei? Miriam Salazar oder Miranda Wayland? Da bist du, meine Liebe. Und du bist doch Held 3, oder? Ne, die war... Leute, ich blick's jetzt nicht mehr. Die war nicht Held 3. Er ist Held 2, warte. Komm schon hin. Die ist Miriam Salazar, so. USS Smith. Das ist die Babel-Konferenz. Doch, okay. Ja, alles. Ach, Mann, also. Es läuft. Technology discovered. Cancel Agenda ready. Es läuft. So. Kontakt mit einer unbekannten Entität beauftragen. Ja, wir schicken jetzt keinen hin. Sollen wir da auch schicken? Wir haben den Shuttle schon erforscht. Shuttle-Geschichte haben wir schon erforscht. Ja, mega gut. Ja, Pulstriebwerk, ja. Aber hier Magnesit ist halt auch wichtig. Leute, ist alles wichtige Sachen. Sag's euch. Alles wichtige Sachen. Was? Wir machen das Impulstriebwerk. Ich stehe da einfach drauf. Wir brauchen das. Innere Bewegungen und alles. Das ist A und O. Das ist das A und O. Und die Ratsagenda ist bereit. Warte. Haben wir jetzt noch einen Ratsposten. So, wen haben wir? Senior Ambassador? Bonus-Obergrenze oder Wachstumsgeschwindigkeit Bewohner, auch wichtig. Und Informationsstufe, Leiter der Sternenflottensicherheit, leitender medizinischer Offizier. Ja, ich würde sagen, dass wir einen leitenden medizinischen Offizier hier einsetzen. Ja. Und dann nehmen wir einen. Miriam Salazar kannst du. Doktor. Wir brauchen eigentlich einen Anführer. So. Der das macht. Okay. Ah! Forschungsleiter Miriam Salazar. Oh Gott. War doch gut. Leitender Medizinoffizier. Geht echt nur von Wissenschaftler und von Gouverneur, aber wir haben doch so viele. Wir haben doch mehr als die. Wir haben doch
10 Milliarden anführen oder nur welche, die auch eine Fähigkeit haben. Wir rekrutieren da jetzt aber auch keinen. Okay, dann mach du das mal. Weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber wir setzen ihn da mal rein. Wir gucken mal, ob wir da einen kriegen. Wir werden dann entsprechend unsere Leute upgraden, okay? Die USS Smith mit Miriam Salazar. Genau, die ist jetzt, glaube ich, angekommen. So. Beim Eintritt in die Umlaufbahn von Struve 2398b wird schnell festgestellt, dass die ungewöhnlichen Subraumwerte von einem Schiff stammen, das sich auf einem schnellen Abfangkurs befindet. Da es keiner bekannten Rumpfkonfiguration entspricht, ist es unmöglich, die Absichten des Schiffs zu erkennen. Erste Rufe werden mit Schweigen beantwortet. Oh. Kein Bock. Volle Kehrtwendung. Nein. Unter der Annahme einer feindlichen Absicht zeichnet die USS Smith eine Fluchtbahn vom Schiff aus. Einige Minuten lang versuchen beide Schiffe weiterhin schneller als das andere zu beschleunigen, bis schließlich die Geschwindigkeit des außerirdischen Schiffs auf ein Plateau absinkt und die USS Smith in der Lage ist, dem Verfolger auszuweichen. Okay. Ja. Ich hab da. Also, wir machen hier. An alien empire is making contact. Technology discovered. Wir machen im dunklen Wald. Ja. Immer nur schlechte Erfahrungen. Kann ich euch sagen. Gut, denken, erforscht jetzt Epsilon Indy. Gut, wir haben die Flottillenversorgungsdepot. Und das Flotten. Ah, oder Flotena. Logistikzentrum gebaut, oder? Erforscht. Okay. Zentrum verboten, Anreicherung. Also auch. Nicht so gut, oder? Und Brizenium-Nitrate importieren. Wir möchten halt eigentlich hier nichts importieren. Wir hätten gerne endlich mal das Perigium, dass wir sowas importieren können. Perigium, das wäre wichtig. Das wäre wirklich wichtig, aber gut, was willst du machen? Ja. Verwaltungshub. Auch nicht schlecht, oder? Finde ich nicht schlecht. Aber die planetare Vereinigung. Ist auch gut, aber Genom-Mapping, dass die 10 Jahre älter werden, die Anführer, finde ich jetzt auch nicht unwichtig. Leute, wir machen aber diese Boden-Landwirtschaftsgeschichte. Ja, das wird zu viel Nahrung führen. Leute, und Moment. Und wir wählen noch die neue Ratsagenda aus. Das machen wir. Guck mal, welche wir nehmen. Ja, offene Arme. Bewohnerwachstum von Immigration, Handelswert. Oh, auch nicht schlecht. Ethikanziehung, Xenophil. Ja, das ist gar nicht schlecht, Leute. Sich entwickelnde Gesellschaft, monatliche Einigkeit plus 10%. Oh. Wird auch gut, gell? Mehr Einigkeit. Wir kommen in Frieden. Grenzkonflikt minus 50%. Alle Nationen haben mehr Vertrauen. Oh, auch nicht verkehrt. Bessere Kolonien, die entwickeln sich schneller 10 Jahre lang. Auch, das ist auch gut. Ne, wir machen die jetzt sich entwickelnde Gesellschaft. Machen wir. Ja, machen wir. Guck mal hier, wir nutzen 84 von 65. Wir könnten monatlich 10. Mal jetzt nicht unbedingt. Tag des ersten Kontakts. Machen Forschungszuschüsse. Befestigung der Grenze. Ja, das machen wir schon alles. Aber die Gesundheitsreform, die kostet uns 10 von diesen Dingern da im Monat. 10 Kortrazin. Da haben wir eigentlich genug, wisst ihr was? Wir machen das. Ja, dürfen da nur nicht dran denken. Das sind so Sachen, die macht man an. Und dann vergisst man sie im Normalfall. Ja, muss man halt einfach dran denken, die wieder. Leute, das war's für diese Folge. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, meine Lieben. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.